bin Geoökologe, studiert in Potsdam. Das ist so Umweltwissenschaften, alles Mögliche. Dann ja, habe ich hier, bin ich jetzt 46 Jahre, Firma mit 13 Angestellten. Wir stellen eben diese EM-Produkte her, effektive Mikroorganismen und Therapeutika-Produkte verschiedenster Arten. Und angefangen habe ich eben mit diesen EM-Produkten, also diesen EMA, EM ist Art Sauerkrautsaft, Melasse, also so ähnlich wie Sauerkrautsaft kann man sagen, aber mit Melasse vermehrt, eine Idee aus Japan, die man füttern kann, mit dem man Silage machen kann, die man für den Boden gießen kann, für die Pflanzen, mit dem man Kompost machen kann. Und die habe ich über meinen Vater kennengelernt, der Futtermittelberater ist und da eben eine ganze Reihe von Betrieben mit Silage beraten hat und Fütterung beraten hat. Und ja, da habe ich gesagt, das ist ja eine tolle Sache, das will ich auch machen. Das war 2003. Und 2009 habe ich den Herrn hier kennengelernt, den Dr. Heiko Piplow, auf einem Vortrag in Berlin. Und der Dr. Heiko Piplow ist ein Bodenkundler, der an der im Bundesministerium für Umwelt gearbeitet hat und der sich schon ja viele Jahre schon mit Therapeuta auseinandergesetzt hat. Er hat fast alle großen Therapeuta-Projekte in Deutschland gestartet, möchte man sagen, von Palatera, die damit angefangen haben. Wir waren dann mehr oder weniger die Zweiten und dann die Chiemgauer und die EM-Leute. Und also der hat da ganz viel in Bewegung gebracht mit Therapeuta in Deutschland. Unter anderem dieses Buch hier veröffentlicht. Das ist die Co-Autorin Ute Scheub und Dr. Heike Piepser, die dieses Buch veröffentlicht haben. Therapeuta, das haben wir auch bei uns im Shop. Ja, und der hat mich da draufgebracht und das für mich natürlich faszinierendste bei dem Vortrag war, er hat Therapeuta in Verbindung gebracht mit diesen EMs und diesen effektiven Mikroorganismen. So, also das war mein Anfang und zwar 2009 und dann hat Dr. Heiko Piplow auf meine Vermittlung hin auch bei den EM-Leuten gesprochen und dann ist es explodiert, weil die EM-Verein, die EM-Leute in Deutschland haben gleich verstanden, das ist genau das, was wir gesucht haben. Wir haben die Mikroorganismen, ihr habt die Häuser für die Mikroorganismen, nämlich die Kohle. Und dann, das sind zwei Sachen, die passen zusammen wie die Faust aufs Auge. Das ist Dr. Heiko Fieblow in seinem Bio-Solarhaus auf der Palette. Der kleine Kasten da, das ist seine Komposttoilette, die er zu Therapreta umgebaut hat und die er eben mit EM verwendet. So, das nur so kurz als Eindruck. Das hat mich an Therapreta rangebracht. Dann haben wir relativ schnell ein Produkt rausgebracht, diese Toilette eben von Dr. Heiko Piplow, die er zusammengestellt hat und dann auch Triaterra-Streu, etwas abgewandelt nach seinem Rezept mit Mikroorganismen und Holzkohle und Steinmehl. Und ja, noch dann die Sache für uns ins Rollen. Damals hatte ich noch einen Mitarbeiter, jetzt habe ich 13. Also um die hier geht es, um Pflanzenkohle, Holzkohle. Pflanzenkohle heißt einfach, dass es eben aus Pflanzen hergestellt wird. Das war dann so eine Entscheidung am Anfang vor 13 Jahren, wie nennen wir das Kind jetzt? Die Engländer sagen Biochar, Biokohle. Aber Biokohle in Deutsch wäre ein bisschen, na, ist das jetzt Öko oder was? Oder Bio? Oder, dann hat der Hans-Peter Schmidt, der das ganz groß vorangebracht hat, Schweizer Weinbauinstitut Ithaca, hat dann das geschafft, den Begriff Pflanzenkohle zu etablieren, der präziser ist und ja, schön ist. Aber im Grunde heißt Pflanzenkohle nur Kohle aus Pflanzenmaterial. Das hier ist ein Kohlenstück aus meinem Erdkontiki, da werde ich nachher gleich noch sagen, wie das funktioniert. Also selbst hergestelltes Stück Holzkohle. Und man kann tatsächlich, also eine Holzkohle ist auch eine Pflanzenkohle. Und man kann aber natürlich nicht nur Holz verkohlen, man kann, keine Ahnung, Nussschalen verkohlen, Getreide spelzen, man kann Stroh verkohlen. Gibt sogar Leute, die Heu oder Laub oder Mist verkohlen. Das ist vielleicht nicht unbedingt nötig, weil ich denke, überall, wo Nährstoffe drin sind, Stickstoff drin ist und so, muss man nicht unbedingt verkohlen, aber prinzipiell heißt es Pflanzenkohle, also ist im Normalfall ist es Holzkohle, von der wir hier reden. Nicht verwirren lassen durch den Begriff. Pflanzenkohle ist jetzt etwas völlig anderes als Holzkohle. Nein,
Sie können auch Holzkohle verwenden. Tatsächlich können Sie in den Supermarkt gehen, Holzkohle kaufen, klein machen und das auf Ihrem Kompost verwenden, wenn Sie wollen. Das Kleinmachen ist nicht ganz einfach, aber das geht. Die funktioniert auch. Wobei die Pflanzenkohlen, die jetzt speziell für Terra Preta hergestellt werden, haben schon eine andere Qualität. Die sind, haben eine höhere Oberfläche, haben teilweise sehr, sehr hohe Stoffgehalte, gar nicht nötig wären, aber jetzt für die Zulassung ganz gut sind. Und okay, dann gucken wir uns mal unseren unsere Präsentation an. Fangen damit mal an. Das hier ist so ein Bild von Holzkohle. Und ich gehe mal meine Bilder durch und erkläre das so ein bisschen. Und zwar Holzkohle besteht ja aus Holz. Also Holz besteht erstmal aus Holzzellen. Übrigens bin ich auch der Meinung, dass Holz das beste Material ist, um Pflanzenkohle, Holzkohle herzustellen. Es wird fast auch ausschließlich Pflanzenkohle aus Holz verwendet. Es gibt ein paar Hersteller, die da auch irgendwie Getreidespelzen oder so machen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber das Schöne an Holz ist, dass es diese schönen großen, aus den Transportzellen des Holzes, die schönen großen Holzzellen hat. Und wenn die verkohlt werden bei der richtigen Temperatur, zwar 400 bis 800 Grad Celsius, maximal 900 Grad, aber da beginnt dann die Struktur schon wieder zu zerfallen. Ideal ist sowas um die 600, 700 Grad. Das ist dann die Zersteuerung, die die Hersteller da machen. In der Grillkohleherstellung ist das nicht ganz so sauber. Aber da sieht man schon in den elektronenmikroskopischen Aufnahmen hier, beziehungsweise Mikroskopaufnahmen, wenn die Holzkohle verkohlt, dann bleiben die Zellwände dieser Holzzellen stehen. Und die sind hier ungefähr 20 Mikrometer groß. Man hat hier unten einen Maßstab. Pflanzenkohle, Holzkohle. So. Und zwar die Holzzellen sind also hier, man sieht es ungefähr 20 Mikrometer im Durchmesser und so ein Mikroorganismus, zum Beispiel Milchsäurebakterien oder andere Bakterien, sind ungefähr 1 Mikrometer im Durchmesser. Das heißt, wir haben, man sieht das an dieser Struktur wunderbar, man hat hier die quasi Wohneinheiten für Mikroorganismen. Hier können also, keine Ahnung, hunderte, tausende Mikroorganismen zusammen einziehen und die haben in jeder Holzzelle eine andere Mikrobiologie, eine andere, da ist vielleicht Wasser drin, da ist kein Wasser drin, da ist CO2 geladen, Methan geladen, Stickstoff drin, also Ammoniak oder so. Also da kann in jeder einzelnen Holzzelle ein anderes Milieu sein und die Fraßfeinde der Mikroorganismen kommen da nicht rein. Das sind nämlich die Nematoden, die sind schon zu groß, ganz oft, sodass da also so gut wie keine Fraßfeinde sind. Die trocknen in der Holzkohle auch nicht aus, die Mikroorganismen, weil sie in den Holzzellen in dieser Struktur gut geschützt sind. Und waschen auch nicht aus. Also das ist wie so ein kleines Holzkohlestückchen und da reden wir auch von Holzkohlestaub. Das muss jetzt nicht so ein großes Stück sein, das kann feiner Staub sein. Auch da sind die Holzzellen noch drin. Hat dann wirklich hunderte, tausende, Millionen kleine Wohneinheiten jeweils für Mikroorganismen. Und das bringt eine viel, viel stabilere Mikrobiologie in den Boden. Das ist so wie eine Arche Noah für Mikroorganismen, dass die immer wieder aus der Holzkohle in den Boden auswandern können. Wenn Nahrung, wenn die richtigen Bedingungen, Temperatur, Feuchtigkeit da ist, dann können die aus der Holzkohle heraus den Boden wieder neu besiedeln. Wenn dann wieder mal Ruhezeit ist, sei es im Winter, sei es ist keine Nahrung da oder der Boden ist trocken, dann sind sie wieder geschützt als Keime in den Holzkohlezellen und können dann wieder auswandern. Also das ist der wesentliche Punkt bei der Holzkohle. Ja, Terra Preta, damit, das ist das große Schlagwort dazu. Terra Preta heißt Schwarzerde, portugiesisch, schwarze Erde. Eigentlich vollständig Terra Preta de Indio oder Terra Preta do Indio. Also die Schwarzerde der Indianer. Und die hat man in Eckenweise und zwar gar nicht so wenig, das sind schon 1 bis 10% des Amazonasgebietes, die mit dieser Terra Preta bedeckt ist, gefunden im Amazonasgebiet. Und Amazonasgebiet ist so groß wie Europa, ist im Grunde topfeben in ganz weiten Bereichen, also eine Überschwemmungsebene, die sich langsam mit Sediment aufgefüllt hat. Und die gibt ein paar Hügel und dergleichen, Terra Firme, Sachen, die nicht überflutet werden. Und auf diesen Nicht-Überflutungsflächen, da findet man gerne die Terra Preta, die
in der grünen Hölle, die man nicht, wo man gedacht hat, da gibt es keine Zivilisation, da findet man die Terrapreta. So sieht die in der Bodengrube aus. Das ist ein Bild von Bruno Glaser, Professor Bruno Glaser, der sich ganz verdient gemacht hat seit Jahrzehnten schon um die Erforschung von Terrapreta, und der macht dann immer so schöne Sachen mit seinen Studenten, wenn er da irgendwo Forschungsprojekte macht, und die heben Bodengruben aus und analysieren und machen da so schöne Fotos. Und das ist wirklich mal direkt nebeneinander, nur wenige Meter sozusagen entfernt zwischen diesen Bodengruben, wo man eben fleckenweise eine Terrapreta findet, ungefähr ein Meter mächtig, ist ein Meter mächtig, wo man deutlich sieht, dass es richtig tief schwarz ist. Und diese tiefe Schwärze kommt zum einen von der Holzkohle. Wir reden hier so die ersten 30 Zentimeter von 2 bis 5 Kilogramm Holzkohle, die da drin ist. Und aber nicht nur davon, sondern auch von einem höheren Humusgehalt, viel mehr Kalium, Calcium, Nitrat, Phosphor, also der Boden links, der klassische Ferralsol, der Tropenboden, ausgewaschen, total versauert, keine Nährstoffe, ganz unfruchtbare Ton, Zweischicht Tonminerale. Das ist der normale Tropenboden, wie er eben durch die hohen Temperaturen und starken Niederfälle ausgewaschen entsteht. Deswegen ist der Regenwald immer so, man spricht von einer dünnen Lebensschicht beim Regenwald. Der hat eben keine tiefen Wurzeln, die ganzen Bäume und Pflanzen, weil in dem Boden da unten ist nicht viel zu holen. Deswegen haben die alle Flachwurzler. Ich habe das teilweise gesehen, da war so ein Baum, der hatte so eine roten Wurzeln. War schön zu sehen, der Baum stand 30 Meter weiter. Man hat überall noch über die Wege da die roten Flachwurzeln gesehen, also die sich weit, weit in die Ebene erstrecken und alles sofort aufsaugen, wenn da irgendwie Blätterkot von den Tieren, irgendwie Nährstoffe auf den Boden kommen, werden die sofort oberflächlich aufgesaugt. Es gibt im Grunde in den Tropen keinen Humus. Humus, dauerhafte organische Substanz im Boden, ist ein Phänomen der gemäßigten und kälteren Breiten, weil hier der Abbau der organischen Substanz so langsam ist, dass sich da Humus teilweise akkumulieren kann, je nachdem, wie man arbeitet. Unsere heutige Landwirtschaft nicht mehr so, aber in Wiesen, in Wäldern oder in bestimmten Landwirtschaftsformen kann sich Bedingungen Humus akkumulieren. In den Tropen ist das nicht so. Die mikrobiologische Abbautätigkeit ist ungefähr 10-mal so schnell wie bei uns, sodass sich da praktisch, also wenn da ein Blatt auf den Boden fällt, bei uns dauert das ein halbes, ein Jahr, bis das weg ist, dort dauert das 2 Wochen. In 2 Wochen haben das Pilze, Würmer, alles Mögliche zerfressen und dann ist das schon verschwunden. Und dementsprechend gibt es da auch keinen Dauerhumus in dem Sinne im Normalfall, außer diesen Terrapreta-Böden, wo man plötzlich nicht nur Holzkohle im Boden findet, sondern eben auch nochmal die 3-4-fache Menge an Humus, da komme ich gleich nochmal zu. Genau. Holzkohle wird im Boden abgebaut. Holzkohle ist quasi chaotisch verkettetes Kohlenstoffmolekül. Also Kohlenstoff, das ist der reine Kohlenstoff, der beim Holzverkohlen übrig bleibt. Holz besteht ja aus Zellulose, Lignin. Das sind letztendlich so wie Stärke, Zucker quasi, ne? Also da ist viel Kohlenstoff dabei, da ist Stickstoff dabei, ein bisschen. Aber im Wesentlichen ist da Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff. Die drei Sachen sind ursprünglich im Holz drin und Wasser natürlich teilweise. Und beim Erhitzen wird alles rausgetrieben. Das Wasser wird rausgetrieben, das verkocht ja. Der Sauerstoff wird aus den Verbindungen rausgetrieben, aus diesen Stärke- oder Lignin-Zellulose-Molekülen. Der Wasserstoff wird als erstes rausgetrieben, der geht als Methan oder als Wasserstoff raus. Ja, was übrig bleibt, ist der größte Teil des Kohlenstoffs, der sich dann chaotisch verkettet. Also Kohlenstoff hat ja 4 Bindungen, wenn man das chemisch betrachtet. Deswegen kann man aus Kohlenstoff alle möglichen wahnsinnigen Stoffe herstellen, sei es ein Diamant, sei es Graphit, was in der Ebene 4-fach Bindung hat. Diamant hat perfekt das Tetraeder, die Struktur, dass es sich räumlich perfekt ausrichtet. Deswegen ist Diamant der härteste Stoff auf der Erde, weil es diese 4 Bindungen hat. Und in dem Falle sind die 4 Bindungen
chaotisch. Das heißt, im Grunde ist das hier ein riesiges Molekül Kohlenstoff. Alles chaotisch, vierfach verkettet, dann noch mit Aromaten und sonst was. Also ganz schwer zu knacken für Mikroorganismen. Das heißt, Mikroorganismen, wenn die ein normales Laubblatt oder auch Holzstück finden, dann können die daran knabbern. Das ist immer das Gleiche. Lignin, Zellulose, da können die, haben die ihre Enzyme, zack, 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 zerhacken das, verdauen das und können das dann entsprechend umsetzen. Aber jetzt kommt hier Musik rein. Ist das so? In dem Falle sind die Kohlenstoffmoleküle so chaotisch, dass die Enzyme von den Mikroorganismen da angreifen, versuchen zu hacken, kommen zwei weit und dann ist Schluss. Dann wird das Enzym selber Teil des Holzkohlemoleküls, dockt sich da an und die Holzkohle franzt ein bisschen aus, aber sie wird nicht abgebaut. Aber das ist so krass, dass die Holzkohle sich nicht abbaut, dass man die in allen archäologischen Ausgrabungen nach Jahrzehntausenden, was man immer noch findet, ist die Holzkohle von, keine Ahnung, irgendwelchen Steinzeithöhlenbewohnern oder von irgendwelchen römischen Feldlagern nach 2000 Jahren. Die ist für viele, viele Jahrtausende ist die Holzkohle im Boden. Wir finden die aus der Bronzezeit, aus der Steinzeit, finden wir immer diese Holzkohle in den Böden, wenn wir irgendwo archäologische Ausgrabungen machen. Und das ist schon ein Hinweis darauf, also dass sie sich nicht abbaut. Ja, und das ist eine der interessanten Eigenschaften von Holzkohle. Aber es gibt noch mehr. Ich habe ja schon gesagt. So, hier ist das, ne? Brasilien, Amazonasgebiet. Davon reden wir. Da war ich dann auch. Ich bin tatsächlich in Manaus, in der Nähe von Manaus, waren wir da in einem Dorf und haben dort Therapete ausgegraben. Auch Scherben ein paar gesehen, die da in Böden sind, also vergesellschaftet mit Siedlungen. Und dann sind wir auch in Alta do Chão gewesen, in Belém gewesen. Ja, und überall gibt es da Therapeuten. Mal kleine, mal große Flächen, mal Meter tief auf der Insel. Wie heißt die? Auf der großen Insel im Amazonas gibt es im Mündungsgebiet. Gibt es, die ist so groß wie die Schweiz, Name fällt mir noch ein. Hier gibt es 20 Meter hohe Berge von Terra Preta, wo die so in der Überflutungsebene sind und sich quasi mit Terra Preta und Keramikscherben ihre Dörfer hochgesetzt haben. Und da gibt es teilweise 20 Meter hohe Berge von Terra Preta. So, das ist Francisco de Orellana, das war so der erste, der das Amazonasgebiet bereist hat, offiziell. Und der ist 1541-42, der kam von den Pizarro-Brüdern aus Peru und die haben nach Eldorado gesucht, nach der goldenen Stadt. Die konnten den Hals nicht vollkriegen mit Gold, hatten das Inka-Reich schon eingenommen und ein paar Jahre später haben sie gesagt, wir machen jetzt eine Expedition über die Anden, über die Berge, wo die Indianer erzählt haben, da gibt es noch ein Eldorado und dann sind sie da durchmarschiert mit 500 Spaniern und 2000 Indianern und 500 Pferden und so viel Schwein. Nach ein paar Monaten waren nur noch die Spanier da und die Kleider sind ihnen schon vom Leib gefallen und alle Pferde waren schon aufgegessen und kamen an einen großen Fluss, als sie dann über die Berge runter waren. An dem Fluss dann wurde entschieden, dass Francisco de Orellana, haben sie dann zwei Boote gebaut und sind damit diesen Fluss runtergeschifft und wollten Nahrung besorgen. Dann kam aber Stromschnellen, da kam er nicht zurück. Dann hat er gesagt, na gut, dann fahren wir jetzt hier den Fluss runter bis zum Atlantik, der muss ja bald kommen. Und das war aber einer der Zuflüsse des Amazonas. Das war eine Reise, die hat ein halbes Jahr gedauert, 3000 Kilometer Flussfahrt, die Francisco de Orellana dann gemacht hat mit 50 Spaniern. Und auf dieser Reise haben sie berichtet, dass sie im Grunde über hunderte Kilo, also gab immer wieder auch Strecken, wo nichts war, aber über hunderte Kilometer haben sie teilweise ein Dorf, eine Stadt an der nächsten gesehen, überall Feuer, Rauch in der Luft, wunderschöne Keramiken,
überall Menschen und da wurden sie dann wohl auch, haben sie irgendwie einen Konflikt, kleine Kämpfe mit irgendwelchen Amazonen, also mit von weiblichen Kriegern geführten Stämmen. Ja, daher hat der Name der Fluss seinen Namen bekommen, Amazonas. Weil sie da meinten, sie haben die griechischen Amazonen am Amazonas gefunden. Die Schätzung war dann von Francisco de Orellana und anderen dabei, dass sich in diesem Gebiet 100 Millionen Menschen aufhalten. Und dann kamen 50, 100 Jahre später, kamen dann wieder mal welche. Francisco de Orellana ist auch noch irgendwann mal wieder zurück in den Amazonas. Aber dann ist er verschollen und nie wieder aufgetaucht. Und 50 bis 100 Jahre später kamen dann die nächsten Expeditionen, haben aber nichts mehr gefunden. Also da waren keine großen Siedlungen mehr, keine vielen Menschen, auf jeden Fall nicht 100 Millionen. Und das war alles überwuchert. Man hat dann gedacht, der hat Eroberer Latein erzählt, weil er vom spanischen König eine neue Flotte ausgerüstet bekommen haben wollte, die er auch bekommen hat, aber dann ist er, wie gesagt, verschollen. Und hat das jahrhundertelang nicht ernst genommen, bis wir eben diese Mengen an Terra Preta gefunden haben in diesem Amazonasgebiet. Und offensichtlich haben die es geschafft, die Indianer, diese Siedlungen, diese Zivilisation unter diesen Bedingungen dauerhafte Landwirtschaft zu betreiben, eben nicht diese Slash and Burn, also abholzen und verbrennen Landwirtschaft, sondern mehr oder weniger Gartenlandwirtschaft. Ganz klassisch sind diese Runddörfer, wo ungefähr 1000 Menschen drin wohnen. Großer Festplatz in der Mitte, Langhäuser drumherum, wie sie auch in Europa und sonst wo überall Langhäuser üblich waren. Und dann dahinter Gärten. Und so findet man ganz oft diese Strukturen, die auch der Michael Heckenberger ausgegraben hat, da ein Archäologe. Runddörfer, in der Mitte keine Terra Preta, dann die Häuser und dahinter dann ausufernd Gärten mit Terra Preta, wo die dann eben ihre organischen Abfälle und ihren Anbau dann betrieben haben und ihre organischen Abfälle entsorgt haben. Man findet die Terra Preta, wie gesagt, bis heute in den Datierungen der Terra Preta, wenn man eben die Holzkohlestückchen da rausholt und guckt, wie alt sind die denn, dann sind die 500 bis 7000 Jahre alt, also tatsächlich, diese Böden sind teilweise bis 7000 Jahre alt und stabil. Also irgendwie schafft es diese Holzkohle, die Nährstoffe festzuhalten, den Humus am Abbau zu hindern. Und nicht nur, dass die Holzkohle da ist, sondern, wie gesagt, da ist immer auch sehr viel organische Substanz plus die Holzkohle dabei. Und das wäre normalerweise, würde das in den Böden abbauen, hier aber nicht. Und wie gesagt, da sind leicht lösliche Nährstoffe, Calcium, Kalium, die eigentlich auswaschen würden, aber wahrscheinlich eben durch den Humus und durch die Holzkohle bleiben die gut gebunden im Boden. Und werden ja von den Pflanzen immer wieder hochgeholt, als Laub auf die Oberfläche gelegt, sodass die Pflanzen mit den Wurzeln also immer wieder diese Nährstoffe hochholen, nach oben legen und dann werden die von dem Regen schon ausgespült, aber die Kohle hält sie so gut fest, dass sie nicht komplett ausgespült werden, sondern immer so verlangsamt wird das Ausspülen, dass die Pflanzen genug Zeit haben, sie wieder aufzunehmen. Das sind hier ein paar Bilder, dass die Terra Preta auch abgebaut wird im Amazonasgebiet. Ich habe die gefunden in Alta do Chá auf dem Marktplatz, also ein schöner Park. Das ist doch Terra Preta. Tiefschwarze Erde, teilweise sogar kleine Scherben drin. Und die ist da nicht entstanden. Die haben die aus dem Regenwald geholt, haben die dahin geschafft, damit sie da schöne Pflanzerde haben. Und genauso Manaus am Flughafen in den Blumentöpfen, da Terra Preta. Oder die Leute holen sich das in ihren Garten, um da Sachen anzubauen. Also das wird teilweise bewusst abgebaut. Und dann gibt es diese schöne Geschichte, dass die sich regeneriert. Also wenn man die abbaut, dann bis auf 20 Zentimeter, wo es dann schon ein bisschen heller wird, dann hört man auf mit dem Abbau, lässt das liegen und dann kommen die dann nach ein paar Jahrzehnten, Jahren wieder und hat die Terra Preta sich wieder regeneriert. Also ist wieder tief schwarz, vielleicht nicht ganz so mächtig wie vorher. Aber wächst. Also da ist offensichtlich was im Gang, was den Humusabbau verlangsamt oder Humus aufbaut und teilweise wächst diese Terra Preta offensichtlich nach. Das ist auch noch ein interessanter Effekt. Hier mal ein Bild, dass man dann auf solchen Böden auch gerne Plantagen macht. Hier Papaya-Plantage und dass man die jahrzehntelang nicht düngen muss, dass die doppelte Erträge haben. Und viel gesündere Pflanzen auf den Terra Preta-Böden, wenn sie da Plantagen drauf machen oder Landwirtschaft betreiben.
So sind die mal, also das sind einige wenige, heute gibt es natürlich viel, viel mehr, aber bei bestimmten Erkundungen, Straßenbau, Ölleitung oder sonst was hat man da mal kartiert, wo man die gefunden hat. Und ja, die sind fleckenhaft überall, 100 Quadratmeter bis 20 Hektar oder bis 350 Hektar, aber so im Mittel so 20 Hektar groß. Und das ist eben wahrscheinlich diese Fläche, die dann um diese Runddörfer und so ist, ne? Wobei es da ganz viele Kulturen gibt, die das gemacht haben. Also die Runddörfer wäre ja nur eine Kultur. Man findet sie in Bolivien, in Peru, in Südafrika. Ich habe sie in Paraguay gefunden, bei dem Pfeifer, dem Baumpflanzer da. Der hatte auch ein bisschen Therapeuter, da haben wir das auch gesehen. Also das gibt es in diesen tropischen Regionen relativ häufig überall und auch auf subtropischen. So, das ist Eduardo Neves hier, der nicht zu sehen ist so richtig auf diesem Foto. Das ist ein Archäologe in Sao Paulo, Brasilien, ja immer wieder auch im Amazonasgebiet ausgräbt. Und man sieht hier, dass der nicht nur Holzkohleböden hat, sondern man sieht hier, das ist alles Keramikscherben. Wenn man dieses Foto mal anschaut, hier links oben, dann ist dieser Boden voll mit Keramikscherben. Teilweise sind das 300 Kilo Keramikscherben auf 1 Kubikmeter Boden. Also 1 Meter mal 1 Meter Boden mal 1 Meter ist 300 Kilogramm Keramikscherben drin. Und da haben ihm die Einheimischen gesagt, als er gesagt hat, wir nehmen euch ja nichts weg, wir sieben nur die Keramik raus und dann könnt ihr den Boden wieder nehmen zum Anbau. Dann haben sie gesagt, ja, aber dann braucht der Boden mehr Wasser. Die Keramikscherben, die halten das Wasser besser. Also die Keramikscherben haben auch eine Funktion in den Terra-Preta-Böden gehabt und verhindern da wahrscheinlich das schnelle Austrocknen der Böden. Und hier sieht man noch eine Grafik, wo man erkennt, dass es eben bei den Terra-Preta-Böden das hier, ich weiß nicht, ob man meinen Mauszeiger sieht, also das hier ist der, man sieht, das dunkelrote ist die Holzkohle in den Böden. Und die ist im normalen Boden praktisch überhaupt nicht drin. Und in den Terra-Preta-Böden sehen wir hier 50 Megagramm je Hektar. Also das ist dann 5 Kilogramm pro Quadratmeter. Sehen wir die. Und dann sehen wir aber hier, da gibt es noch sehr viel mehr Humus. Also das ist der Kohlenstoffanteil, der noch im Humus zusätzlich ist. Also wir haben noch das Mehrfache des Kohlenstoffes nicht in der Holzkohle, sondern in dem normalen Dauerhumus. Das heißt, mit der Holzkohle, mit den richtigen Mikroorganismen kommt in diesen Böden eine Humusaufbau zustande. Das heißt, wir haben eine Schwarzerde, eine Terra-Preta-Erde, die von alleine humusreicher wird, wenn da Pflanzen wachsen, Wurzelausscheidungen, Laub, Pflanzenreste, was auch immer, sich da umsetzen, dann sorgt wahrscheinlich die Anwesenheit der Holzkohle, die Oberfläche der Holzkohle, die ist ja chaotisch. Und der Dr. Jürgen Rekin meinte dazu, dass diese Holzkohle ist ein Katalysator für Humusaufbau, weil sich an der Holzkohle das organische Material selber, es wird selber chaotisch, also wenn da irgendwas mit in Kontakt kommt, dann wird das sozusagen auch chaotisch und dadurch schwerer abbaubar für die Mikroorganismen und dadurch führt das zu Dauerhumusaufbau. Also die Holzkohle ist ein Katalysator für den Dauerhumusaufbau. Allein durch diese chaotische Oberfläche wahrscheinlich. Ja, da gehen wir mal ein bisschen schneller durch jetzt. Nochmal hier das elektronenmikroskopische Foto. Holzkohle ist selber Humus, wenn man das normal analysiert. Bindet Wasser, bindet Nährstoffe, hat eine große Oberfläche, aber es hat eben noch mehr Eigenschaften. Es ist eben dieser Humuskatalysator gleichzeitig, der Humus aufbaut und gleichzeitig diese Hochhauswohneinheiten für Mikroorganismen, die sich da in verschiedensten Sachen, auch Mykorrhiza, die da sehr, sehr gerne reinwachsen und da drin gut überleben können und da ja ihr Milieu finden. So, dann die Frage, wie kann man Holzkohle herstellen? Ich habe schon gesagt, ich habe das zeigen wir gleich, wie ich das, da gibt es ein Foto, wie ich das in einem Erdkontiki hergestellt habe. Da gibt es dann also inzwischen eine ganze Menge Firmen, die das machen. Das ist eine Variante, die nicht so gut ist für die Böden, aber die ist vielleicht für die Entsorgung von Klärschlamm interessant. Also man kann Klärschlamm unter Druck und 200 Grad Celsius und so viel Atmosphärendruck und dann noch mit ein bisschen auch ein Katalysator, ich glaube, da wird Zitronensäure genommen und alles Mögliche, kann man Klärschlamm zu so einer Art
Braunkohle verwandeln. Das ist dieses HTC, hydrothermale Karbonisierung. Und das findet in solchen Tanks statt und so. Das macht man teilweise, ist relativ teuer, macht eigentlich keine so gute Kohle, weil es eben nicht diese Holzstruktur hat, diese schöne Oberfläche und diese Holzzellenstruktur, sondern das ist dann einfach fein gemahlene Braunkohle, die baut sich im Boden auch ab mit der Zeit, die ist nicht so lange stabil. Was interessanter ist, ist die Pyrolyse, also diese 400 bis 800 Grad Celsius unter Luftabschluss verkohlen und dabei bleibt eben das Kohlenstoffgerüst übrig im Holz und das ist hier so eine Anlage, die Schottdorf, ein Unternehmer, damals aufgebaut hat in Augsburg Nähe. Und die wird mit Holzhackschnitzel gefüttert. Das ist also jeder einzelne von diesen Reaktoren hier, von diesen Containern, diese aufrecht stehenden. Also die sind einzeln, die sind einfach nur zusammengeschaltet. Und da kommt oben Holzhackschnitzel rein, unten kommt die glühende Kohle raus und wenn das so langsam durchsickert, wird an der richtigen Stelle ein bisschen Sauerstoff eingeleitet, dass es mal eine Glutzone hat. Aber nicht, dass alles verbrennt, sondern nur, dass es heiß wird und das Holzgas raustreibt. Und unten kommt die glühende Kohle raus, wird mit dem Wassernebel abgelöscht. Der hat das also richtig hochindustriell gemacht. Typisch die Anlagen, die sehr viel unterwegs sind, also wo es inzwischen zig Anlagen von gibt, die ihre Kinderkrankheiten inzwischen wohl auch überwunden haben, aber auch trotzdem relativ teuer sind, sind die Pyrek-Anlagen, Pyrolyse mit Pyrek. Und das sind Anlagen, wo es im Grunde so ein Wendelrohr gibt, wo man die Holzhackschnitzel oder Getreidespelzen oder dergleichen, wo man das durch ein Wendelrohr so nach oben führt. Das muss auch relativ sauber sein und gleichmäßig sein, das Material dafür. Und dann wird es von außen geheizt, dann entsteht Holzgas, das Holzgas wird zurückgeführt, damit heizt sich der Prozess selber. Und dabei fällt immer noch ganz viel Wärme an, also damit kann man auch noch Material vortrocknen und sogar Wärme und Strom produzieren, wenn man da noch einen entsprechenden Generator oder Wärmeabnehmer ran macht. Und so eine Anlagen produzieren ja bis zu 300 Tonnen Kohle im Jahr, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also die sind relativ klein. Im Grunde wie für eine kleine, keine Ahnung, für ein Schwimmbad, so eine Heizungsanlage oder sowas, die könnte man mit sowas betreiben. Und wie gesagt, da kommen auch alles Mögliche an Materialien rein, aber es muss bei der Pyrek-Anlage relativ sauberes Material sein. Also sauber im Sinne von gleichmäßig, das ist nicht, ne, wenn da ein Draht drin ist oder irgendwas, was verstopft, dann hat man da schon wieder teilweise Probleme. Ja, aber die laufen vollautomatisch durch. Der Klassiker hier, das ist Hans-Peter Schmidt, von dem ich vorhin erzählt habe, vor dem Contiki, eine Erfindung auch, mehr oder weniger Wiedererfindung von Hans-Peter Schmidt. Aber der hat sich da ganz doll verdient gemacht, auch um die Pflanzenkohleentwicklung in Europa. Und das ist jetzt ein Stahl-Contiki, zeigt gleich danach den Erd-Contiki. Aber er hat das erstmal in Stahl gebaut, da war er inspiriert von auch archäologischen Ausgrabungen, wo man oftmals Gruben, Löcher findet mit Holzkohle. Und wo es so aussieht, als wenn man in Gruben, Löchern kann man sehr gut Holzkohle herstellen. Und der Clou ist, dass von oben zwar Luft rankommt, aber nicht von den Seiten. Und das heißt, man kann, wenn man immer wieder nachlegt, also man startet mit einem kleinen Feuer erstmal unten in diesem Zylinderkegel, das kann auch eine Pyramide sein, eine umgedrehte, ne? Man startet unten mit einem kleinen Feuerchen, das ist jetzt schon interessant, ne? Das kann man auch im Garten machen, in der Feuerschale oder so, oder auch in einem Halbkugel-Rundgrill oder eben in einem Erdloch. Man startet unten erstmal mit einem kleinen Feuer, macht ein bisschen Glut, kann dann, das geht am besten mit kleinerem Astholz, legt dann ein bisschen Astholz rauf, so immer so rauflegen, neu rauflegen, dass da unter nicht verbrennt, dass also die Glut darunter nicht verascht. Also wenn man sieht, da kommt eine Ascheschicht, muss man nachlegen. Wenn die Flamme mit dem Holzgas runtergeht, aha, okay, da muss man nachlegen. Wenn schwarzer Rauch kommt, hat man zu viel nachgelegt. Man kann da sogar feuchte Materialien, also sogar nasse Materialien relativ gut verbrennen. Wenn man das Glut erstmal im Gang hat, dann kann man da auch dünn feuchte Materialien rauflegen. Muss man ein bisschen dünner rauflegen, dann kann das sogar in dem Moment sogar noch trocknen. Also das funktioniert auch ganz gut. Wenn man die richtige Nachlegefrequenz, die richtige Nachlegerhythmus hat, dann wird es da
ja, also keine großen Rauchentwicklungen geben, natürlich wie ein normales Gartenfeuer, aber jetzt nicht riesige schwarze Wolken wie sonst bei der Holzkohleherstellung, sondern wenn man das richtig macht, dann ist das nur ein relativ sauberes Gartenfeuer, was dabei rauskommt. Genau. Und das macht man, nachlegen, 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 bis man eben den ganzen, die ganze Grube oder in dem Fall den ganzen Stahlkontiki hier voll hat mit dem, mit der glühenden Kohle und dann ablöschen. Dann, ja, muss man in dem Fall eine Gießkanne, Wasserschlauch einmal rüber. Und da passiert noch was Interessantes bei dem Ablöschen. Das kann man hier auch an dem, also normale Holzkohle ist richtig, richtig hart. Also wenn Sie im Supermarkt Holzkohle kaufen und versuchen, das klein zu machen, da können Sie Ihre, wenn Sie da mit dem Auto rüberfahren, machen Sie Ihre Autoreifen irgendwann kaputt. Wenn Sie das im Betonmischer machen, dann wird der Betonmischer ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Also wenn Sie da noch einen Stein reinmachen, dass es klein gehauen wird, typische Methode. Wenn Sie das in den Häcksler machen, ja, das geht, wenn man da noch ein bisschen was zufüttert, aber ewig hält er das auch nicht durch. Aber wenn Sie das so eine mit Wasser abgelöschte Kohle haben, ich zeige das mal, nicht, dass ich meinen Rechner hier jetzt total dreckig mache, kann man das sehen, also das Zeug ist richtig leicht sogar in den Händen zu zerbröseln. So, also das ist dadurch, dass es mit Wasser abgelöscht wird, ist das relativ leicht, jetzt bin ich total schwarz, ist das relativ leicht zu zerbröseln. Und das zerbröselt also schon beim Verarbeiten, da muss man dann eigentlich nicht nachmalen oder irgendwas. Wenn man das dann im Kompost macht, ein bisschen rummischt, dann ist das alles schon relativ klein und beim nächsten Frost wird das auch nochmal alles auseinandergebogen und besprengt. Also da muss man das, wenn das hier so eine körnige Struktur hat, muss man da gar nichts mehr zerkleinern. Das ist schon mal schön. Und was kriegt so ein Aktivkohleeffekt? Aktivkohle wird ja hergestellt aus typischerweise verschiedene Ausgangsverfahren, aber es kann auch Holzkohle sein, dass man mit Wasserdampf, mit 1000 Grad heißem Wasserdampf, boom, da sprengt das die Poren der Holzkohle auf. Und das ist eigentlich genau das, was hier passiert, wenn wir Glut haben, Wasser rauf, boom, da sprengt die Struktur auf, sodass diese viel bröseliger, viel weicher werden und dann sofort eine große Oberfläche haben. Wie gesagt, es geht auch normale Holzkohle. Die braucht dann halt länger im Boden, bis sie reift, bis sie die große Oberfläche kriegt. Das passiert dann auch. Aber ein paar Frostsprengungen, ein paar Jahre, dann hat die das auch hinter sich. Genau. So, also das ist der Contiki. Und Contiki ist, glaube ich, der philippinische Feuergott. Also deswegen hat Hans-Peter Schmidt das so genannt. Und das ist ein Erd-Contiki. Den habe ich auch in meinem Garten. Also der hier kostet eine ganze Menge Geld, da braucht man eher schon ein paar tausend Euro los. 3000 Euro habe ich da typischerweise gesehen, dass diese Stahlkontikis kosten. Wenn man das selber baut, ist natürlich schön. Aber das geht im Grunde genauso wie die Amazonas-Indianer das sicherlich auch irgendwie gemacht haben. Mit einem Erdloch einfach, kegelförmiges Erdloch. Und wie gesagt, unten mit einem kleinen Feuer starten, nachlegen, ablöschen. Da könnte man dann sogar nur ein. Also man muss wirklich aufpassen, man muss jedes Glutnest erwischen und komplett mit Wasser durchsuppen, damit es nicht noch in der Nacht dann, ne, keine Ahnung, man macht am Abend schönes Feuerchen, hat das Ding voll, löscht das mit ein paar Gießkannen Wasser ab und denkt, jetzt ist gut, ich gehe schlafen. Habe ich gemacht, am nächsten Morgen alles weg. Da war noch irgendwo ein Glutnest, das man nicht gesehen hat, das hat sich wieder entzündet, das hat dann alles durch, trotz des Wassers durchgebrannt und dann war am Morgen alles weg. Also entweder muss man unendliche Mengen Wasser darauf kippen, dass das Ding wirklich aus ist, oder man macht dann Sand rüber. Also deckt das noch zusätzlich ab, macht ein bisschen Wasser rüber, eine Gießkanne 2, dass es so aufsprengt, das ist schon mal schön. Aber dann kann man das mit Sand zum Beispiel abdecken, dann braucht man gar nicht jetzt Unmengen Wasser da irgendwie hinzutragen. Ja, also das ist eine wunderbare Methode, mit Aschschnitt im Garten umzugehen. Keine Ahnung, vom Heckenschnitt, vom Baumschnitt, da weiß man ja oftmals nicht, wohin mit dem Zeug. Macht dann einfach so ein Feuer, aber wenn man da ein Feuer macht, auch jetzt Osterfeuer oder so, wenn man das in so einer Sache macht, kann man nebenbei unendliche Mengen Holzkohle herstellen. Da können Sie locker an einem Tag hunderte Liter Holzkohle herstellen. Einfach nur so ein Durchgang, je nachdem, wie groß Ihr Loch ist. Wenn das schon einen Meter tief ist, haben Sie da schon einen halben Kubikmeter Holzkohle so ungefähr, den Sie da bei einer Benutzung schon herstellen können. Ja, nochmal auch noch, wie das dann aussehen kann. Und die groben Stücken, die großen, dicken Äste, die sind gar nicht so schön.
weil die sich nicht so einfach durchkohlen lassen. Die muss man dann manchmal zweimal durch so einen Erdkontiki jagen. Also die schaffen es manchmal nicht, sich komplett durchzukohlen. Deswegen diese typischen Obstbaumschnitt-Äste sind wunderbar. Also die gehen spitze. Ja, so sieht man das dann teilweise bei Ausgrabungen im Amazonasgebiet. Da gibt es dann solche Gefäße, Keramikgefäße, die im Boden gebrannt werden. Also im Boden machen die ein Loch, schmieren das mit Lehm, Ton aus, machen da drin ein Feuer, haben dann die Kohle schon drin, machen da organische Abfälle rein und haben dann offensichtlich scheinbar diese Gefäße dann teilweise mit Bäumen bepflanzt, dass dann eben diese Scherben überall waren und so weiter. Also das, da gibt es schon ziemlich ausgefuchste Methoden, die die Amazonas-Indianer, diese Zivilisation da genutzt haben. Ja, dann EM. Pflanzenkohle haben wir viel darüber gesprochen. Mikroorganismen, also das war dann die nächste. Was gibt es da für Möglichkeiten, mit Mikroorganismen zu arbeiten? Also Terra Preta, ich habe schon gesagt, das erste, mein schwarzer Daumen. Das erste ist die Pflanzenkohle. Das ist eigentlich die wichtigste Zutat sozusagen, die Terra Preta, die diese Schwarzerdeböden ausmacht. Man kann das auch bei uns herstellen, definitiv, das geht. Es hat nicht ganz die gleichen Eigenschaften wie die tropischen Terra Preta, aber es funktioniert. Man kann also auch bei uns diese dauerhaften Schwarzerden mit Holzkohle herstellen. Bruno Glaser hat da auch schon solche Sachen ausgegraben bei uns in alten slawischen Siedlungen, die auch so eine Gartenwirtschaft betrieben haben. Die haben auch öfter solche Schwarzerdeböden mit einem hohen Holzkohleanteil, die man heute noch finden kann. Also das erste ist die Holzkohle, die wir brauchen. Das zweite ist organisches Material. Das heißt, sobald Sie Holzkohle auf den Kompost bringen, wird dieser Prozess in Gang kommen. Werden Sie die Holzkohle mit Mikroorganismen besiedeln, werden Sie die Holzkohle mit Nährstoffen aufladen, das ist wichtig. Organisches Material mit Nährstoffen, vor allen Dingen Stickstoff, weil die Holzkohle an sich ist erst einmal wie eine leere Batterie, wie ein leerer Speicher. Und wenn Sie die Holzkohle direkt in den Boden machen, werden Sie schlechtere Erträge haben in den ersten 2-3 Jahren, weil die Holzkohle erstmal alle Nährstoffe aus dem Boden rundherum aufsaugt und sich selber sättigt. So ein starker Sauger von Nährstoffen, dass es am Anfang sogar den Pflanzen erstmal die Nährstoffe wegnimmt. Nach ein paar Jahren hat die sich dann gesättigt und dann ist sie auch in der Lage, dann wieder Nährstoffe abzugeben, wenn die Pflanzen da mit ihren Wurzeln reinwachsen, ranwachsen, mit Mikroorganismen denen Bescheid geben, gib mir mal die Nährstoffe, dann können die das austauschen und rauslösen. Aber am Anfang muss das erstmal mit Nährstoffen aufgeladen werden und das geht ideal, wenn man das eben mit organischem Material mischt. In den Kompost gleich frisch mit rein, wenn man einen frischen Grasschnitt, irgendwas, Küchenabfälle, gleich ungefähr 10% Volumenprozent Anteil Holzkohle oder Pflanzenkohle mit dazu und dann den normalen Kompostierprozess oder eben auch den Fermentationsprozess, wenn man das mit den Mikroorganismen macht, dann entsteht dabei diese Schwarzerde und die aufgeladene Holzkohle und die kann dann im Boden. Also nicht die blanke Holzkohle bitte in die Böden, das ist ein klassischer Fehler, sondern Holzkohle, der mit organischem Material am besten bei diesen Umsetzungsprozessen, bei der Kompostierung, bei der Fermentation von organischem Material, da werden so viele Nährstoffe frei, dass wir ganz oft Nährstoffverluste haben, ganz große Nährstoffverluste haben in der Kompostherstellung. Und wenn wir eine Kompostherstellung gleich mit der Kohle machen, oder eine Bokashi, also eine Fermentieren mit der Kohle, mit den Mikroorganismen, mit dem EM zum Beispiel, dann werden diese ganzen Nährstoffe, die da vorübergehend frei werden und eventuell verloren gehen, das sind die überflüssigen Nährstoffe, damit kann sich dann unsere Batterie Holzkohle aufladen und dann steht das uns zur Verfügung. Genau. Also Kompost, Holzkohle, dann haben sie Terra Preta. Aber man kann das noch optimieren, die Mikroorganismen, nämlich indem man das mit milchsaurer Fermentation kombiniert, mit diesen EMs eben, also effektive Mikroorganismen, im Grunde so eine Art Sauerkrautsaft, Milchsäurebakterien, Hefen, begleitende Arten, Photosynthesebakterien, wie sie normal im Sauerteig, im Sauerkraut, in einem guten, fruchtig riechenden Waldboden, im Regenwurmdarm, da findet man überall diese ganz ähnliche Mikrobiologie. Das ist so eine grundlegende fermentierende, aufbauende Mikrobiologie, wie sie in der Natur vorkommt.
Und wenn wir die haben, wenn die dominant ist, dann fault es nicht, dann stinkt es nicht, dann haben wir keinen Nährstoffabbau. Also sonst würde, wenn es fault und stinkt, dann gehen Nährstoffe in die Luft. Wenn wir diese Heißkompostierung haben, die ist auch okay, die Heißkompostierung, aber dabei können einiges an Nährstoffen, vor allen Dingen Stickstoff, in die Luft gehen auch Kohlenstoff abgebaut werden, also organisches Material, das sinkt dann ja stark zusammen. Nee, das ist der Sauerkrautprozess. Wir machen Sauerkraut aus Küchenabfällen, aus Gülle, aus Fäkalien, aus was auch immer, aus Kompost, machen wir quasi Sauerkraut. Das nennen wir dann, wenn wir das zum Beispiel aus Küchenabfällen machen, nennen wir das Bokashi oder ein Stapelkompost. Und das geht sozusagen effektiver mit dem organischen Material um. Da haben wir weniger Nährstoffverluste. Und dann kommt die Kohle noch dazu, die Nährstoffe, die dabei zu viel frei werden, auch noch speichert. So, ja, mal ein kleiner Eindruck hier. Also es gibt ja unendlich viele Forschungsarbeiten inzwischen mit Terra Preta. Das sind hier Fotos, die sind hier noch 15 Jahre alt teilweise. Also wo man einfach mal Topversuche gemacht hat mit kompostiertem und frischem Holzkohlestaub, also HK, Holzkohlestaub. Und man sieht oben, desto mehr Holzkohle da drin ist in den Töpfen mit dem Senf oder was wir hier haben, den sie da ausgesehen haben, desto schlechter wächst das. Unten Holzkohle mit kompostiert, also Kompost plus Holzkohle, sieht man, desto mehr da drin ist, desto besser wächst das. Also Kompost plus Holzkohle, das oder gleich in die Kompostierung mit rein, dann das ist das Ideale. So, dafür kann man auch Toiletten nehmen. Wir haben vorhin das Foto gesehen von dem Dr. Heiko Pieplo, wie er auf seiner Toilette saß. Das ist dieses Modell, diese schwedische Komposttoilette ist im Grunde ein Eimer. Ein Eimer mit schönem Gehäuse, Klobrille. Und das Wichtigste am Eimer ist, dass er einen Deckel hat. Und der Deckel wird auch jedes Mal wieder verschlossen. Und wenn man sein Geschäft gemacht hat, dann wird das eben bedeckt mit Triaterra-Streu. Das ist dann unsere Weiterentwicklung. Das ist nicht reine Holzkohle, sondern das ist dann eine Mischung aus Holzkohle, Gesteinsmehl und Mikroorganismen schon drin. Und wenn wir diese Triaterra-Streu hier, das ist zum Beispiel ein Eimer, den wir verkaufen, 5 Liter Eimer, 3,5 Liter Streu mit 3,5 Liter, also das ist diese Vormischung, das ist auch noch nicht mit Nährstoffen aufgeladen, aber schon mit Mikroorganismen aufgeladen und mit Gesteinsmehl noch zusätzlich. Gesteinsmehl ist auch interessant, große Oberfläche, bringt Mineralien mit, also Basaltgesteinsmehl und Zeolitgesteinsmehl, Dieselalgenpulver ein bisschen. Genau, und das, wenn wir das in den Kompost machen, dann haben wir eben diesen Effekt Schwarzerde, Terra Preta, gleich mit den Mikroorganismen dabei. Wenn wir das also hier auf so einen Eimer ist, ein halber Liter oder ja, halber bis drittel Liter Mikroorganismen drauf, diese Triaterra aktiv, diese Mikroorganismen, EM. Und wenn wir das als Einstreu in die Komposttoilette verwenden, dann machen wir quasi aus Scheiße Sauerkraut. Die Kohle bindet erstmal sofort alle Gerüche, sodass es, man sieht dann auch erstmal nichts mehr, wenn man das nach jedem Geschäft drauf macht. Und der zweite Schritt ist dann, dass die Mikroorganismen, diese effektiven Mikroorganismen, EM, dafür sorgen, dass es nicht fault, dass es nicht stinkt, sondern dass es milchsauer fermentiert. Es kriegt dann so einen fermentierten Geruch, aber es riecht nicht mehr nach Fäkalien. Ja. Achso, das hatte ich ja auch noch, wollte ich auch noch zeigen, in Sachen Holzkohle herstellen. Wenn man große Mengen Holzkohle herstellen will, dann würde ich immer diese Art Contiki empfehlen. Entweder ne, aus Stahl oder ganz einfach aus der Erde gebuddelt, in einem Erdloch. Aber es gibt auch Kocher, mit denen man kochen kann. Da habe ich auch ein paar Videos online in meinem YouTube-Kanal. Und da haben wir uns solche Kocher herstellen lassen. Ein Triaterra-Kocher. Das ist also ein Kocher, mit dem man hier befüllt mit kleinen Holzresten, Kienäpfel, Nussschalen, eben was beim Obst schnell anfällt oder so, trockene Äste. Dann sieht man, hier unten sind ein paar kleine Luftlöcher, dass ein bisschen Luft rankommt, dass die Glut in Gang kommt.
Aber ansonsten wird die Luft vorbeigeführt an der Verbrennung, an der Glut und oben mit dem Holzgas zusammengeführt. Also dass wir eine Holzgasverbrennung im Wesentlichen haben. Und wenn man das, da kann man dann Töpfe raufstellen bis 10 Liter. Also da kann man auch große Suppen und Kartoffeln und sonst was kochen. Und hier kann man auch nachlegen. Also der brennt an sich, brennt ja erstmal so eine Viertelstunde, vielleicht eine halbe Stunde. Und dann kann man auch nachlegen hier in das Seitenloch. Hier oben ist der Topf drauf. Und dann bleibt Kohle übrig, wenn man fertig ist. Und dann muss man die Kohle aber auch, genau wie beim Erdkontiki, muss man die Kohle dann mit ganz wenig Wasser ablöschen. Nicht so viel, sonst explodiert einem hier der Wasserdampf entgegen und ist auch nicht so gut für das Metall, wenn das so schnell abkühlt. Aber ein bisschen Wasser drüber sprenkeln, dann hat man, keine Ahnung, nach einem Brennvorgang 1 Liter, 2 Liter Kohle mitproduziert. Also das ist dann wirklich für die kleine Menge. Wenn man das öfter macht, kriegt man da auch ein bisschen Kohle zusammen. Aber im Wesentlichen ist das, man kocht und hat gleich, kann es ganz krisensicher mit ein bisschen Holzabfällen kochen und hat gleichzeitig ein bisschen Kohle produziert, die man dann eben weiterverwenden kann. Also das ist so ein Triaterra-Kocher hier. So. Genau. So, was haben wir denn noch hier? Ja, Anwendung von Pflanzenkohle. Kompost habe ich schon soweit gesagt. Dann gibt es da auch eine ganze Menge Anwendungen in der Landwirtschaft. Zum Beispiel Gülle. Gülle hat zu viel Nährstoffe, deswegen stinkt Gülle, weil da Stickstoff und Schwefel Wasserstoff und so rauskommt, also Ammoniak und Schwefelwasserstoff. Und das sind genau die Nährstoffe, die die Kohle speichern kann. Also das ist das, worauf die Kohle wartet. Bitte lad mich auf mit Ammoniak. Das ist genau das, was die Kohle haben möchte, um sich aufzuladen. Und wenn man 4 Kilo circa Holzkohle in die Gülle reinmacht, am besten kombiniert auch noch mit etwas Steinmehl, dann kriegt man eine komplett geruchlose Gülle, kriegt man hin. Am besten hier auch kombiniert mit Mikroorganismen. Und also eine Gülle, die viel weniger Nährstoffverluste hat, die besser verträglich ist für die Pflanzen. Das heißt, die Pflanzen nicht verbrennt. Die man auch nicht, heute hat ja ganz aufwendige Technik. Die müssen da teilweise Millionen ausgeben dafür, dass sie da so Schlitzgeräte kaufen, die ihnen die stinkende Gülle in den Boden reinschlitzen. Das ist, haben sich die Maschinenhersteller und die EU-Lobby wieder schön ausgedacht oder die deutsche Agrarlobby, dass die Bauern da ganz viel Geld ausgeben. Die clevere Variante wäre gewesen, mit Steinmehl, Holzkohle und EM, Mikroorganismen, die Kohle nicht, die Gülle nicht faulen zu machen, nicht stinken zu machen. Also eine fermentierte Gülle, die man dann auch problemlos einfach tellern kann, weitwürfig austeilen kann auf den Äckern und da können sie ihre Wäsche hängen lassen, da stinkt nichts. Ja, das ist der eine ist in der Gülle, der inzwischen eine immer größere Rolle spielt. Dann kann man Pflanzenkohle, wenn man es noch cleverer macht, gar nicht erst in der Gülle einsetzen, sondern schon in der Fütterung. Also auch unsere Kohle kann man füttern. Das ist also sehr feine, sehr, das ist jetzt die reine Kohle, die wir hier so in Big Packs angeliefert kriegen. Also wir stellen nicht selber Holzkohle her. Das ist ein ziemlich dreckiger und aufwendiger Prozess. Das haben wir uns noch nicht getraut, um so eine Anlage hinzustellen. Wir haben da Lieferanten, die das für uns machen, die eben solche Pyrek-Anlagen zum Beispiel haben und futtertaugliche Holzkohle herstellen. Und ja, das ist die reine pulverige Pflanzenkohle, die ist dann schon gemahlen und die kann man auch problemlos füttern. Und in der Fütterung macht es, also ja, also im Grunde hat es einen ähnlichen Effekt wie Heilerde. Heilerde, große Oberfläche, negativ geladen, bindet Giftstoffe, verbessert die Verdauung, verbessert die Mikrobiologie im Darm. Und davon können auch Schweine profitieren, davon können auch Rinder profitieren, davon können auch Hühner profitieren. Wenn man Pflanzenkohle hat fast die gleiche Eigenschaften, nur dass die Oberfläche noch viel größer ist. Es hat große Oberfläche, es ist negativ geladen, es bindet Giftstoffe, es verbessert die Mikrobiologie im Darm und nimmt die Giftstoffe eben mit raus. Giftstoffe in dem Falle ganz gerne Ammoniak, Ammonium, die den Darm belasten, aber die Kohle freut sich drüber. Und das Schöne ist, die Kohle ist perfekt, aber wirklich perfekt aufgeladen mit Nährstoffen, mit Mikroorganismen, wenn es nach 24 Stunden aus der Verdauung rauskommt. Dann ist es schon
dann ist es schon perfekt. Und im Stall stinkt es nicht, man hat die Stallluft verbessert, man hat die Tiergesundheit verbessert, man hat die, also ganz viele positive Effekte. Und wenn man das so eine Kaskadennutzung macht, Fütterung, Gülle, Boden, das landet ja am Ende alles im Boden, dann kriegt man mit der Zeit eben auch Schwarzerdeböden auf den Äckern hin. Ja, auch als Einstreu in Ställen, wenn man das richtig macht, dann werden die Kühe auch nicht schwarz. Wenn man die Kohle ein bisschen anfeuchtet oder mit Steinmühlmist ein bisschen feucht einstreut, saugt da auch den Ammoniak, die schlechten Gerüche, das ist ja alles Nährstoffe aus der Luft. Und Kohle ist auch wunderbar für Wundheilung, also die Klauen sind dann besser, die Euter sind besser, zum Beispiel bei Rindern. Die Haut ist besser, dass da keine weniger Entzündungen, weniger Wunden sind, weil Holzkohle ist tatsächlich, wissen Köhler oder alte Bauern vielleicht noch, wenn man eine Wunde hat, ein bisschen Holzkohle reinreiben, das heilt viel besser. Ja, hier ist auch noch so eine Anlage, hier sehen wir die unten links, das ist der Botanische Garten Berlin in Friedenau, wo auch die Freie Universität Berlin mitarbeitet und die haben, erstmal kann man das wunderschön da besuchen, die haben da auch also Toiletten, die Fäkalien abtrennen, die sie dann in Therapeuta-Kompostierung überführen. Die haben eine eigene Holzkohleanlage, also die haben ja ganz viel Holzreste, Laubreste und so weiter. Und die haben sich eine sogenannte Biomarkon-Anlage zugelegt, Biomarkon, und haben das verkohlen damit ihre Holzreste. Das ist eine ziemlich robuste Anlage, die also auch feuchtes und grobes Material verdauen kann und eine sehr reine Kohle dabei herstellt, weil es gleichzeitig ein bisschen Asche abtrennt. Also eine ganz wunderbare Technik. Und die produzieren sich ihre eigene Holzkohle, müssen nichts mehr ins Kompostwerk fahren, was sie vorher gemacht haben, machen ihre eigenen Therapeuta-Komposte bzw. verkohlen die Sachen und sparen dadurch eine ganze Menge Geld auf der einen Seite. Natürlich kostet die Anlage was, der Betreibung kommt ungefähr aufs Gleiche raus, die Kosten wie vorher, aber sie laden ihre Böden jetzt nach und nach mit Holzkohle auf, mit Therapeuta. Und da gibt es dann auch alle möglichen Anbauversuche. Auch ein Projekt, was Dr. Heike Pieplo mitgestartet hat, was jetzt schon abgeschlossen ist in der Forschung, soweit ich weiß, in der Terraburger, im Botanischen Garten, aber die Anlage läuft noch und die Biomarkon-Anlage ist wirklich schön. Wurde in dem Prozess dann auch sehr gut verbessert. Also der Hersteller hat das da gut aufgenommen. Oben links der Professor Bruno Glaser mit einigen Versuchen zu Therapeuta. Versuche von Hans-Peter Schmidt in Nepal. Hans-Peter Schmidt war dieser vom Weinbauinstitut Ithaka, der nicht nur seine ökologischen Weinbauversuche gemacht hat und Pflanzenkohle hergestellt hat und den Kon-Tiki erfunden hat, sondern auch noch in die Welt reist und in Nepal Entwicklungshilfeprojekte macht und dabei in Nepal den Einwohnern dieser abgelegenen Dörfer da beigebracht hat, wie man Holzkohle herstellt, gerne aus Neophyten, also aus Hölzern, die da ungewollt aufwachsen. Das mit Kuhurin gemischt und jetzt wird es interessant. Kuhurin, erstens haben wir da die Nährstoffe drin und zweitens, natürlich ist das nicht super reiner Kuhurin, sondern das ist so eine halbe Gülle, weil wir das so im Stall oder so abtrennen. Und das heißt, da ist nicht nur die Nährstoffe drin, sondern auch die Mikroorganismen, weil Kuhfladen haben eine perfekte Mikrobiologie, der Kuhpansen hat eine sehr, sehr, also ganz ähnlich den EMs, so wie Sauerkrautsaft, hat die Kuh so eine Verdauung. Und nicht umsonst ist die Kuh heilig. Das kommt dann natürlich auch mit rein. Also im Grunde hat er hier die Nährstoffe, hat die Mikroorganismen gemischt mit der Holzkohle, hat das in der sogenannten, das ist auch eine Entwicklung von ihm, beziehungsweise war es ja naheliegend, aber er hat es dann eben bei diesen Versuchen ausprobiert, der Hans-Peter Schmidt, direkt ins Pflanzloch. Also nicht flächig, oberflächlich ausbringen. Es muss in die Wurzelzone, es muss an der Wurzel wirken und am besten ist es, wenn man pflanzt, und dann sein Therapeuta Kompost oder eben diese Mischung Holzkohle, Urin, Mikroorganismen. Pflanzloch ein bisschen tiefer machen. Da ein paar Handvoll von der Therapeuta Kompost oder aufgeladenen, also mit Nährstoffen und
und Mikroorganismen aufgeladenen Pflanzenkohle. Dazu kann man zum Beispiel reine Pflanzenkohle nehmen und die mit pur Urin und ein paar Schluck EM Mikroorganismen mischen, einen halben Tag stehen lassen, einen Tag stehen lassen über Nacht und dann am nächsten Tag kann man das schon verwenden, um das in den Pflanzlöchern dann zu verwenden. Der Urin hat den Stickstoff, die Mikroorganismen besiedeln das und wenn man das dann mit ins Pflanzloch bringt, dann die Pflanze auch ein bisschen tiefer, das Material rein, bisschen Erde drauf, dass die Pflanzen nicht direkt draufstehen und darauf pflanzen. Was weiß ich, Tomaten, Kohl, Kartoffeln, was sich aussehen. Auch beim Aussehen kann man ruhig eine Tiefe, einen Graben machen, wo man das einbringt, dann drüber Erde drüber und da drin aussehen, dass die Pflanzen da Samen da reinwachsen können, die Wurzeln, aber noch nicht müssen. Also, dass sie noch ein bisschen Platz haben, dass sie nicht sofort Kontakt haben damit, aber wenn sie dann merken, oh, da sind ja Nährstoffe, jetzt will ich welche haben, dann wachsen sie rein und dann können sie sich direkt bedienen. Und das hat einen sehr, sehr großen Effekt. Also da kann man mit geringem Aufwand, mit wenigen 100 Gramm auf dem Quadratmeter, kann man da sehr, sehr gute Effekte erzielen. In dem Falle hier vierfache Kürbiserträge in diesem Versuch in Nepal. Also das wird bei uns, wenn man jetzt sehr guten Anbau hat, wird das jetzt natürlich nicht vierfach sein, aber man wird auf jeden Fall höhere Qualität der Ernte und der Pflanzen und größere Mengen ernten können damit. So, also das ist eine schöne, diese Unterfußdüngung von Terra Preta, das ist eine schöne, effektive Entwicklung, die man auch sofort umsetzen kann. Da muss man nicht perfekte Terra Preta haben, damit man den Effekt hat, sondern man kann wirklich schon mit kleinen Mengen als Unterfußdüngung einen großen Effekt erzielen. Hier noch ein paar Bilder von dem Garten von Dr. Heiko Pieplo, wo er seine eigene Komposttoilette verwendet und sagt, diese Tomaten sind auf meinem Mist gewachsen. Das ist also Terra Preta Tomaten. Und Tomaten lieben Terra Preta zum Beispiel. Ne? Also fast alle Pflanzen lieben Terra Preta. Alles, was nicht säureliebend ist. Ne? Also säureliebende Pflanzen sollte man mit Terra Preta eher in Ruhe lassen, weil Terra Preta sehr neutral ist. Beziehungsweise durch den Holzkohle, teilweise Ascheanteil, ja, basisch ist es nicht, aber eben neutral ist. Sonst lieben alle Pflanzen Terra Preta.